herzlich willkommen an der Unfallhilfstelle Ebertstraße Süd. Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 findet hier in Berlin am Brandenburger Tor das Public Viewing, die Fanmeile 2018 statt. Das Berliner Rote Kreuz, der Kreisverband Berlin Zentrum, stellt hierfür eine arztbesetzte Unfallhilfstelle am Standort Ebertstraße Süd. Kommt einfach mal mit und ich zeige euch, was wir hier alles haben. Zum einen haben wir hier unser Behandlungsfeld. Da haben wir knapp 20 Betten, um kleinere und größere Notfälle zu versorgen. Im vorderen Bereich kümmern wir uns um die Organisation und Dokumentation, damit es ein bisschen schöner aussieht, Innenarchitektur. Kleinere Verletzungen machen wir gleich hier vorne. Etwas schwerwiegendere Fälle versorgen wir hier hinten. Dazu haben wir Intensivkapazitäten, Defibrillatoren, Monitore, unglaublich viele Taschen und Rucksäcke und natürlich auch Medikamente. Wenn wir Hilfeleistungen durchführen müssen, protokollieren wir das natürlich auch. Dafür gibt es auf jedem Bett ein entsprechendes Protokoll. Das heften wir dann ab und archivieren das auch für die nächsten 10 Jahre. Wir haben hier im Bereich unser Logistikzelt, also Nachfüllmaterialien, Feuerlöscher, Beleuchtungsanlage, alles, was wir so gebrauchen können. Und direkt daneben ist auch unsere Verpflegung. Denn ohne Manf kein Kampf. Da haben wir den Mike und die Helfer, die hier die Möglichkeit haben, Kuchen zu essen, Kaffee zu trinken oder nachher auch ein bisschen mehr. Aufenthaltsbereich für unsere Kräfte. Im Moment ist noch gar nicht so viel los, aber wir haben die Streifen schon bereit. Streifenführer sind mit den Westen zu erkennen und das restliche Personal freut sich schon darauf, dass es bald losgehen kann.